also die Verbreitung von Krankheiten, das ist dann tendenziell auch eine mathematische Frage. Das können Sie alle an sich selber überprüfen. Die Reproduktionszahl R, die kannte von Ihnen, glaube ich, vor einem Jahr keiner. Mittlerweile ist es in der Bevölkerung weit bekannt, was das ist. Und die Regierung geht da mit der These rein, dieser ganze Epidemieverlauf und der Coronavirus, das war ja alles überhaupt nicht vorhersehbar und wir mussten so handeln, wie wir handeln mussten. Dem möchte ich einmal ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Die Mathematik für Epidemieverläufe, die ist schon weit über 100 Jahre alt. Also eines der bekanntesten Beispiele ist Ronald Ross, der Nobelpreisgewinner, der damals erkannt hat, dass das Malaria-Virus sich durch die Malaria-Mücke verbreitet. Ist ein sehr interessantes Ergebnis gewesen. Ronald Ross hat aber ein paar Jahre später auch noch was anderes gemacht. Der ist nämlich hingegangen und hat ein mathematisches Modell für die Verbreitung des Malaria-Viruses erstellt. Warum hat er das gemacht? Man ist anfänglich davon ausgegangen, dass man das Virus nur ausrotten kann, wenn man die Komplettpopulation der Mücke ausrottet. Das heißt, ohne Mücken dann keine Krankheit mehr. Ronald Ross konnte nachweisen, es reicht auch, wenn man einen Teil der Mückenpopulation ausrottet. So, das ist das erste Beispiel, was über 100 Jahre alt ist, wie man Mathematik benutzt hat, um Epidemieverläufe vorherzusagen. Und Sie können sich jetzt vorstellen, in den letzten 100 Jahren, da haben wir da massive Fortschritte gemacht. Wir sind in der Mathematik besser geworden, in der Datenanalyse besser geworden, bei dem Datensammeln besser geworden. Die SARS-Epidemie 2003 war im Prinzip das Konjunkturprogramm für epidemiologische Modelle. Viele von Ihnen werden den Bericht vom Jahr 2013 kennen, Bundestagsdrucksache, Risikoanalyse zum Bevölkerungsschutz, wo ja bereits auch für Deutschland ganz konkret eine Epidemie SARS oder ähnlicher Virus vorhergesagt wurde. So, und jetzt kommen wir mal ein bisschen zurückschau, bevor ich dann ins Politische reingehe. Am 23. Januar wussten wir bereits, dass in China die ganze Metropolregion in Quarantäne gesetzt wurde. Das war auch schon bekannt Ende Januar durch eine Joint Mission der WHO, wie die Reproduktionszahl des Virus ist. Das waren alles Informationen, die hatten wir Ende Januar schon. Und insofern ist die Schlussfolgerung klar mit der Mathematik. Sobald das Virus in Deutschland ist, wird es sich auch hier verbreiten. So, jetzt kommen wir ins Politische. Wir hatten noch bis Anfang April keine Grenzkontrolle. So, warum erwähne ich das jetzt? Sie können mit Wissenschaft und Mathematik sehr gut nachweisen, dass Grenzkontrollen dafür sorgen, dass ein Virus sich in einem Land nicht verbreitet. Das heißt, wenn ich die Infektionswege konkret nachvollziehen kann, aufschreibe sozusagen, wer kommt ins Land, wo ist er, wo hat er sich bewegt, da entsprechende Maßnahmen ergreife, dann können Sie verhindern, dass sich das Virus in einem Land verbreitet. Positives Beispiel ist Taiwan, die haben es gemacht, da hat sich das Virus komplett gar nicht verbreitet, die haben glaube ich 400 Infektionen so circa, weil die genau das gemacht haben. So, in Deutschland hat man sich mit anderen Sachen beschäftigt, das war dann die Bonn-Pflicht, das waren dann die Machtspiele in Thüringen, das waren auch Kanzlerkandidaturen. Sodass die Regierung hier einfach komplett verschlafen hat. Also wir haben hier, als man am Anfang sehr milde Maßnahmen ergreifen konnte, nichts gemacht und haben dann einige Monate später sehr harte Maßnahmen ergriffen. Und deswegen komme ich zu der Schlussfolgerung, die Bundesregierung hat die Aufgabe, die Bevölkerung zu schützen. Dem ist sie am Anfang nicht nachgekommen. Deswegen sage ich hier ganz klar, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss. Der muss hier aufklären, Beweise sichten, wer wusste was, wann, müssen Zeugen befragt werden, damit wir hier wieder Vertrauen in die Institutionen schaffen können.